Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, wie man hört, ihr habt meinen Co-Pilot dabei. Ja, Obacht heißt am Dienstag. So, kurzer Hinweis, am Samstag spiele ich in Herrenzimmern. Und was wird in Herrenzimmern immer erzählt? Anständige Witze. Er rümpft die Nase, weil er weiß, was jetzt kommt. Bedanken möchte ich mich beim Johannes. Doch, ich möchte mich beim Johannes bedanken. Johannes Oerlein. Und der hat mir tatsächlich 2016 einen Witz geschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich den erzählt habe, wo die zwei 10-jährige Jungs sich unterhalten. Da sagt der eine zum anderen, du, gestern habe ich ein Kondom auf der Veranda gefunden. Dann sagt der andere, was ist eine Veranda? Was ist eine Veranda? Andere erzählen den ungefähr so, wo sich zwei 8-jährige Mädels unterhalten, sagt die eine zur anderen, du, gestern habe ich ein Kondom auf dem Trottoir gefunden. Und dann sagt die andere, was ist ein Trottoir? dann ein Klassiker, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals schon erzählt habe, also zwei Klassiker, die jetzt kommen. Der eine, lustigerweise habe ich gestern einen Kundetermin gehabt und da ging es um die Farbe eines Hauses und dann sagt der Kunde, es sieht ja gut aus, aber die eine sage so, die andere so, und dann ist mir der Witz eingefallen, wo der Rigobert und der Helmfried sich unterhalten und der Rigobert sagt, Helmfried, gell, deine Frau, die ist schon Rakete im Bett. Und dann sagt er, ja, die eine sage so, die andere sage so. Mich sagt so. Die eine sage so, die andere so. Und der letzte Klassiker, der passt dann wieder zum Ausstieg. Ist, wo der 16-jährige Sohn heimkommt, nachts um 4. Und der Vater ganz aufgeregt, weil er das erste Mal mit dem Moped weg ist, ganz aufgeregt, sitzt nur im Wohnzimmer und guckt auf die Uhr, als der 16-jährige, der Bernward, mit seinen 16 zur Wohnungstür reinkommt. Da sagt er, sag mal, Bernward, bist du eigentlich noch ganz sauber im Kopf? Um 4 nachts heimkommen. Mit 16 bist du noch ganz sauber? Da sagt er, du, aber ich muss da was gestehen. Da sagt er, was ist denn, ist was passiert? Sagt er, du Papa, ich habe heute das erste Mal Sex gehabt. Da sagt er, Mensch, Bernward, klasse, ich hole Bier, setz dich her. Da sagt er, Papa, Bier geht, aber Sitze geht nicht. Bier geht, aber Sitze geht nicht. Sergei! Sergei! Wo warst du gestern Nacht? Ja, ich stehe hier direkt vor meinem Firmengebäude und jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Er sagt schon gut. Ganz liebe Grüße soll ich ausrichten von der Flussziege, von Meisterling, von Harry und natürlich von Sergei und von Mick, von mir. Bleibe gesund, werde gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst und am anderen Ende war der Olli. Sitze geht nicht.